Hallihallo, du lieber Wassermann, schön, dass du hier bei mir bist, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Wir schauen uns jetzt gemeinsam mit dem Rat der Hohepriesterin die Energien im Mai für dich an. Was darf da jetzt herauskommen im Kollektiv? Natürlich ist es jetzt keine 1-zu-1-Legung. Ich nehme das, was im Kollektiv am meisten an Schwingungen vorhanden ist. Und schau mal, was für den Wassermann für dich jetzt so alles im Mai drinnen liegt an Möglichkeiten, an Chancen, an Impulsen, die du vielleicht brauchst, um dich zu trauen, für dich weiterzugehen und dein Leben als die Vollendung für dich als Seele einfach zu sehen. Ja, was wir da jetzt auf jeden Fall stark drinnen haben, ist, dass du jetzt hier bei dir ankommen willst. Da ist eine ganz, ganz schöne, leichte Energie. Achtung, es ist auch eine schwere Energie, die dazwischen kreuzt. Das schauen wir uns dann an. Aber grundsätzlich ist eine wunderschöne, leichte, tragende Energie da, eine sehr harmonische Energie da, die dich daran erinnert, in das Element Wasser einzutauchen, in den Fluss einzutauchen, dich noch von ein paar alten Gedankenkonstrukten und Schmerzen zu reinigen oder zu erlösen, zum drüber fließen lassen, um den Schlüssel in der Hand zu haben für dich, für dein Urvertrauen wieder, für dieses Feuer, was in dir fließt, dein Kosmos auf der Erde wieder quasi, ja, und dich daran erinnert, dass du die Botschafterin, der Botschafter bist, der hier jetzt einfach seine Gaben auf die Erde bringt, was auch immer die sein mögen, ja, stressfrei, sorgenfrei, einfach das, was dich beschäftigt, auch nach außen bringen, ja, im Sinne von Botschafter der Weisheit auf der Erde. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Kämpfe nicht dagegen an. Ja. Du hast so lange schon gekämpft, lass alte Schmerzen los. Nimm wahr und gib dich deinem wunderbaren Wesen hin und wisse, du findest Liebe und in allem, was du brauchst, auch Fülle und wo es schmerzhaft war, auch liebevollen Trost. Wunder, wunderschön. Und das ist das, was so ein bisschen dazwischen kreuzt, was so ein bisschen hineinschwingt noch. Da haben wir ein Thema in der nicht ganz sorgenfreien Liebe. Also alles, was da irgendwie in Partnerschaft zu tun gehabt hat, was in der Familie vielleicht war, ja, an irgendwelchen Schmerz am Ohr, dass du dich einsam anders gefühlt hast hier auf dieser Erde, ja. Und da sehen wir dann, wie du dann in deine Essenz wieder hineinkommen kannst, ja. Das wird jetzt alles angestoßen, auch im Mai für dich. Noch einmal neu. Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei, so gesehen. Das, was hier ganz wichtig ist, der Fuchs erinnert dich daran, dass du die Magie deines eigenen Kreislaufes bist. Das heißt, er erinnert dich daran, nicht nur die Falschheit, nicht nur das Schlechte, nicht nur das Negative, nicht nur das Wahnhafte zu sehen, sondern er erinnert dich auch daran, deine Größe, deine Magie, deine Chancen, dein Selbst, dein Wesen in all dieser Welt zu sehen und damit auch jeglichen labyrinthhaften oder Gedankenkarussellenstrukturen entrinnst, wenn du dich nach deinen Fokus, wenn du dich nach deinen Wünschen, wenn du dich auf dein inneres Brückenbaum besinnst in eine farbenfrohe, wunderschöne Zeit. Ja, also das ist so dieser Hinweis, der gleich als erstes mal da ist. Die Kraft, die hinzukommt, ist, dass du dich wirklich mit deinem Körper beschäftigst. Was macht deinen Körper auf? Was macht deinen Körper frisch? Was macht deinen Körper energiegeladen? Und entweder dich mit deinem Haustier mehr in Verbindung bringst, ja, oder einfach vielleicht gerade die Frage hast, ob du ein Haustier nehmen solltest oder ob es die Attribute der Haustiere sind, ja, dieses Bedingungslose in den Tag nehmen, wie er ist und in den Tag einmal hineinleben. Das heißt nicht, und da bin ich ja absolut auch dagegen, dass Haustiere oder dass Hunde kein Gedächtnis haben und sich nicht erinnern, was gestern war. Das kann ich euch sagen, stimmt absolut nicht. Was aber schon ist, ist diese Fähigkeit einfach zu sagen, ah ja, okay, heute ist ein neuer Tag. Heute, ich bin aufgewacht und das auch öfter am Tag, ja. Jetzt beginnen wir quasi neu. Und dich an dieses neue, unschuldige, bedingungslose Annehmen vom Jetzt und hier einfach wieder danach auszurichten und wirklich zu schauen, was bringt deinen Körper in Schwung, was bringt dein Wesen in Schwung, was bringt dich in allen Körpern, ja, auch mit deinem Lichtkörper und in Schwung, um dich selbst zu lieben und hier auch auf der Erde geliebt zu tragen quasi, ja. Und da haben wir eben das Thema drinnen, die Suche nach der Leichtigkeit wieder durch ein gebrochenes Herz. Ja, also das, was da in der Schwere war, dieses, okay, ich will wieder Freude fühlen, ich will mich wieder erfüllt fühlen, ich weiß, ich bin getragen, es ist eine ganz, ganz schöne Energie auch da, aber halt eben immer mal wieder so eine bremsende Schwere, die mit Zurückhaltung noch zu tun hat, aber da schauen wir dann auch gleich hin. Ja, was hinzukommt ist,
Du hast die Wahl, ja, wie du die Sachen jetzt für dich bestimmst. Ja. Machst du dein altes Leiden groß oder nimmst du den Erfahrungswert quasi daraus, das, was du gelernt hast, das, wo du gesehen hast, dass du überlebt hast, das, na, auch wenn es ist ja nicht schön, dass wir solche Sachen erleben, ja, aber was machen wir daraus? Weil wir haben überlebt, ja, wie gehen wir damit um? Was sind die Chancen daraus, trotzdem das passiert ist? Ja? Und was hat das mit der Einsamkeit zu tun? Und das, was hier ganz stark mitkam, ist dieses: Lass dich wieder erden, lass dich auf die Erde ein, ja. Fühl dich aufgerufen, jetzt wirklich du selbst zu sein und dein Lied zu teilen, auch mit der Erde, mit allem hier und aus der Leere, die vielleicht da war, jetzt ein Meer aus Fülle zu erschaffen, tief in dir und somit das Gleichgewicht des Universums wiederherzustellen und einen alten Zyklus, der immer wieder vielleicht leicht untenschwellig drunter oder manchmal auch stärkeren Schwere für dich zu beenden. Weil das, was ist, ist, wir fühlen uns manchmal einsam und allein, wenn wir noch nicht gelernt haben, uns wirklich zu erden und mit der Erde und mit dem Kosmos zu verbinden. In dem Moment, wo wir das können, ich kann dir das wirklich sagen, in dem Moment, wo man das geschafft hat und Ende Juli startet auch wieder mein Selbstwerts-, Persönlichkeits-, pure Transformationsprogramm. Ja, das sind die ersten schon angemeldet. Melde dich gern bei mir an, wenn du da mehr wissen willst, unten in der Infobox. Und wo du eben genau da hineingehst, um dich wieder in der Gemeinschaft zu erfahren, um dich wieder verbunden zu fühlen. Das heißt nicht, dass du in einer Kommune leben musst, lebe ich selber nicht, ja. Aber das heißt, dass du dich wieder aufmachen kannst, spüren kannst, wahrnehmen kannst. Und das ist das auch, was du jetzt erlernst, indem du nämlich, und das ist die Energie, die herausgeht, erkennst, was für ein Kraftpotenzial in deiner Transformation ist, wenn du dich nach deinen wirklichen, ne, Seelenwünschen ausrichtest, nach deinem Glück und nach deiner Freude, das, was wirklich richtig für dich ist. Wir haben die Loyalität hier auf der Lichtseite, ja, dass du wirklich jetzt dich an erste Stelle nimmst. Und das ist so, so wichtig. Was schwingt dann noch manchmal dagegen? Und da haben wir die Hingabe und den Zuhören, was deine Seele zu dir spricht, was dein Ahnenbaum zu dir spricht, was deine innere Kraft in dir spricht, ja, weil du selbst, auch der Baum ist für mich so ein Zeichen für, du weißt, was dir gut tut, der Baum weiß, was einem gut tut, der Baum weiß, was ihm Energie gibt, der Baum weiß, wie er die Dinge verteilt. Mittlerweile wissen wir auf der Erde, dass alle Bäume auch in einem Wald auf der ganzen Welt und, ne, dass alles miteinander verwoben ist. Aber auch wissenschaftlich gesehen wissen wir, dass Bäume miteinander ein Netz bilden in einem Wald. Und wenn halt jetzt einmal ein Baum schwächelt, ja, dann senden die anderen Bäume rundherum ihm Kraft wieder, damit er aufstehen kann. Ja. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn du als Baum noch nicht ausgedient hast, und das hast du nicht, ja, soll ich dir jetzt gerade sagen, dann ist es wichtig, deine Kraftquellen auch trotzdem für dich zu behalten. Ja? Auch hier wieder einen Ausgleich zu haben zwischen wie viel gibst du und wie viel nimmst du auch ein. Ja? Weil wie viel nimmst du auch ein, das lass bitte deine Hingabe auch sein, ja, in jeglichem Bereich. Und du darfst geben, ja, auch mit der 7 hier, was wieder deiner inneren Weisheit entspricht, solange es dir gut tut im Leben. Und wenn es dir nicht gut tut im Leben, dann hör auf, weil sonst beendest du, also sonst endet quasi irgendwann deine Energie und du gibst einfach zu viel nach außen aus. Ja. Und diese Balance in der Hingabe, da wirklich mit dir zu kommunizieren und ganz klar auch zu wissen, ah ja, okay, da würde ich jetzt wirklich gegen mich, gegen meine Energie laufen. Das ist hier ganz, ganz wichtig, um diese Stabilität für dich wieder zu erfahren. Ja. Und wir haben hier auch drinnen, na, die Botschafter und im hellen Pfad der Hohepriesterin dieses, man hält sich hier noch zurück. Ich habe das Gefühl, dass du das weißt, das Wassermann, das Wasserfrau, wie auch immer, ja. Als Wasserwesen, als Luftwesen, aber als, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Dass dieses luftige, leichte, unbeschwerte Power on, ja, neues Herunterziehen von der Himmel und das Manifestieren auf die Erde, dass da irgendwie so noch so ein bisschen eine Zurückhaltung drinnen liegt. Und das will aber durch diese Stabilität, die du jetzt erfahren wirst, ja, wo du dich erdest, wo du mehr auf dich achtest, wo einfach, wo du mehr ins Genießen auch hineingehst, ins Wachstum hineingehst für dich, ja, und dich hingibst auch deinem wirklichen Seelenpotenzial und dich traust, das nach außen zu bringen, kommt das in den Ausgleich. Ja. Das heißt, der Ausgleich wird geschaffen, indem du dich auch sichtbar machst mit deinen Bedürfnissen, mit deinen universellen Fragen, meinetwegen auch, die dann wieder eine Botschaft darstellen für andere oder auch für dich. Ja. Also du gehst ja einfach jetzt mit deinen Gaben nach außen, fürchte dich nicht. Das war die Botschaft. So. Dein nächster Schritt
Richte dich mehr nach deinen Träumen aus, ja, damit du das neue Kapitel aufschlägst in deinem Leben. Das tust du jetzt dann auch und damit manifestierst du die Veränderung, manifestierst du die Liebe für dich. Ja, kommt einfach die Veränderung auch im beruflichen Erleben. Ja, und dann sagt der Rat der Hohepriesterin, dir wird klar, was Mangel für dich war. Ja, du gehst raus aus einem Kampf um Klarheit quasi, weil du erkennst, was nicht mehr stimmig für dich eh schon länger war, ja, und sagst jetzt ganz klar zu dir ja. Und damit richtest du dich aus der Unruhe nach deinem Seelenplan wieder aus und hast den Schlüssel jetzt für dich in der Hand, ja, um dieses Schloss, was da war noch, ja, zum dich erleben, noch vorhanden war und erlebst dich jetzt. Also das ist wirklich der Anstoß jetzt in dein Seelenschiff, in deinen Seelenplan hinein, in dein Seelenleben hinein und da bekommst du jetzt nach und nach immer mehr Schwünge dazu. Und wenn du mich live erleben willst, jetzt dann im Mai zum Beispiel, am 28. über Zoom kommst du jetzt in meinen Memberbereich hinein, alles kostenfrei, meldest dich da an, also den Kurs bekommst du dann sowieso quasi gratis gleich zugewiesen, das mache ich dann und kannst dann am 28. jedes Monat mit mir live dabei sein, um 19:30 Uhr am Abend, wo ich mit euch schon einmal so diese Haupt, boah, dieses Wichtige, einfach im Kanal stehen, seinen eigenen Raum einnehmen, sich wieder fühlen, einmal mach mit euch, damit ihr dann, wenn ihr weiterkommen wollt, in die Programme mit mir, wer weitergehen will oder in die Ausbildung sogar als Energie- und Bewusstseinstrainerin, schon einmal vorbereitet seid. Das heißt, auch an alle, die kein Interesse haben für die Mentorings, kommt einfach mit dazu und holt euch alles raus, was man da braucht, weil das wird eine wunderschöne, spannende Reise jeden 28. auch. Und jetzt für dich, lieber Wassermann, mach dich wieder leicht, mach dich wieder frei, schau dir das Thema der Erdung für dich an, damit die Erde dich stärkt und du dich in der Gemeinschaft quasi wieder in der Fülle erfahren kannst auf deinem Lebensweg und den Mut hast, dich auch als Botschafterin, als Botschafter mit deinen Fähigkeiten und Gaben zu zeigen und dir selbst zu beweisen, vor allem, dass der Mangel überhaupt nicht siegt, ja, sondern dir quasi, na, unterliegt ist jetzt auch ein blödes Wort, ja, aber dass du das einfach nicht mehr brauchst in deinem Leben. Also dann, ich freue mich schon auf dich. Bis dann, Papa.